Achtung, die in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Heute bin ich gemeinsam mit Harry und Heiko unterwegs zu einer lange verlassenen und inzwischen brachliegenden Fabrikanlage. Viel erzählt man sich über die einzige Metallfabrik, doch vor allem darüber, dass hier die Umwelt mit Füßen getreten wurde. Trotzdem erforschen wir hier gespannt jeden Winkel und stoßen auf spannende Details. 1997? Genau sowas macht doch letztendlich eine Lost Place Tour aus. Hier ist ein großer Rumpf eines Schiffes. 5000 PS. Eine riesige Fertigungshalle. Oh Gott, nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, hier rieselt. Sieht aus wie so ein Wurfstern, wenn der runterkommt und mir ins Gesicht klatscht. Aua, 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 aua. Ich dachte echt kurz, mir platzt der Schädel. Wir haben also sämtliche Schwermetalle, Schlacken und so weiter hier hinten irgendwo in den Boden gejagt. Mein Name ist Paul Schridde. Ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Okay Leute, wir befinden uns mitten im Winter. Es regnet draußen, es tröpfelt hier direkt von der Decke. Wir befinden uns in einem großen, maroden Industriegebäude. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Wir erkunden heute mal diesen Teil hier, beginnen hier. Da hinten ist eine Bootsfabrik, glaube ich. Hier sind verschiedene Fertigungsstationen für verschiedene Sachen auf diesem riesengroßen Gelände. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video. Also hier kamen wir rein. Da draußen sieht man noch mal kurz die Außenanlage so ein bisschen. Da befinden sich noch mehr Gebäude da vorne. Da gehen wir später noch mal rein. Hier ist alles so ein bisschen mit Efeu zugewachsen. Und auch hier wächst der Efeu schon ins Haus hinein. Da oben steht Rauchen verboten. Ja, und hier ist so eine Art Tischlerei, würde ich sagen, gewesen. Denn hier befindet sich zum Beispiel so eine alte Kreissäge, schon völlig verrostet. Ein altes Sägeblatt, welches sich dann hier gedreht hat. Hier konnte man dann, ja, ich weiß gar nicht, konnte man hier wahrscheinlich was einspannen oder so, ne? Oder ist es so ein Schutz einfach, damit man da nicht so gegenkommt? Was ist das hier? Vielleicht eine automatische Hobelmaschine, könnte ich mir vorstellen. Aber da kommt jetzt wieder der PJ, wo sich alle immer so drüber aufregen, dass ich ja so Ahnung von gar nichts habe und so ein dummer Mensch bin, der Ahnung von nichts hat. Was letztendlich totaler Bullshit ist, denn wie, Leute, soll ich denn Ahnung von allem haben? Ich gucke mir die Dinge an, ich bereite mich nicht auf Locations vor, sondern ich gehe einfach hin und sammle diese Eindrücke, die ich dann eben so aufsaugen kann. Und das tue ich eben auch an dieser Location. Deswegen seid einfach mal ein bisschen entspannter in der Hinsicht. Ich kann nicht alles wissen und zu nichts weiß ich wirklich viel. Außer zu dem, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Aber hier zum Beispiel, ich habe keine Tischlerausbildung genossen und ich habe eben nur so ein gewisses Leinenwissen. Also ganz ruhig, Leute. Wie auch immer, ich würde sagen, den ersten Teil hier, der ja schon recht spannende Maschinen mit sich bringt, den verlassen wir jetzt nochmal. Ein letzter Überblick. Und dann schwenken wir weiter in den nächsten Teil der Anlage, der gleich etwas dunkler ist. Ich möchte auch in Zukunft versuchen, etwas weniger die Taschenlampe zu benutzen, sondern etwas mehr mit dem natürlichen Licht, welches in Gebäuden ja sowieso schon vorhanden ist, meist zu arbeiten. Ich denke, das schafft eine etwas natürlichere Atmosphäre, als wenn man immer die Taschenlampe irgendwo reinklatscht. Hier auf jeden Fall wieder eine große Maschine. Ich denke mal, hier konnte man etwas bohren. Wenn jetzt hier hinten ein Stückchen weitergeht, stehen hier zum Beispiel auch alte Schuhe rum. Das finde ich auch immer besonders cool. Das sind immer ähnliche Schuhe, die am Start sind. Hier findet man, da müssen wir vielleicht doch mal etwas mehr ins Licht gehen. Aber Leute, das ist kein Problem. Wir tragen das einfach ein Stückchen nach hier vorne. Und dann kann man da einen kleinen Blick drauf werfen. Bett 2000. Ah, das muss eine Tischlerei gewesen sein. Auf jeden Fall. AA, Schnitt BB, Ansicht F. Das sind irgendwelche Seitenausschnitte von irgendwelchen Holzteilen bzw. Teilen, die damit gebaut werden sollten. Hier kommen vielleicht kleine Schräubchen rein. Wer von euch ist Tischler und kann so ein bisschen erklären, was das hier vielleicht war? Ist auf jeden Fall in Verbindung mit diesen großen alten Maschinen sehr, sehr interessant. Ein wenig daneben stehen natürlich auch noch ganz viele Schrauben und Dübel. Hier sind so, ich weiß nicht, ob das hier so Teile sind, die man gebraucht hat, wenn man so Löcher gebohrt hat, die dann da so
rauskam, könnte ich mir zumindest vorstellen. Da sind einige von. Und ein alter Kalender, der die Sache natürlich wieder interessant macht, bezogen auf den Tag oder den Monat oder das Jahr, wo das Ganze verlassen wurde. Wenn man hier mal die Tür zumacht und sich diesen Kalender anschaut, kann man feststellen, dass das Ganze 1997 zumindest zuletzt hier war. Und das ist der August 97. Also gut möglich, dass diese Anlage um 97 verlassen wurde. Und das wäre ja schon sehr, sehr lange her, um ehrlich zu sein. Neben diesen ganzen weiteren Schrauben hier können wir hier einmal etwas weitergehen. Alte Stühle und das Licht, welches durchs Fenster hereinbricht. Eine Treppe, die nach oben führt. Sollen wir vielleicht erst nach oben gehen? Ja, der Heiko geht runter und wir gehen vielleicht einfach mal rauf. Leute, also schauen wir uns jetzt den oberen Teil dieser Anlage an. Gucken wir mal, was uns da erwartet. Wow, Leute. Hier tröpfelt es ein bisschen durchs Dach. Ganz viele große Regale. Okay, Kopf einziehen und dann haben wir hier einen Blick auf eine Riesenhalle, die ich euch überhaupt noch nicht gezeigt habe und selbst auch noch nicht gesehen habe. Da unten geht's wieder zu dem Teil, wo wir gerade waren. Ein riesiger Kran. Oh, und da unten sind ganz, ganz viele Teile, aber die schauen wir uns später an. Wir gehen erstmal wieder zurück hier rein. Ah, und hier sind irgendwelche Formen oder sowas. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Nur es regnet halt extrem hier rein. Hier sind ganz viele alte Bretter. Hier kann man diese so ein bisschen sehen. Und letztendlich glaube ich, dass hier in den Regalen ganz viele Formen lagen, Schablonen und so weiter. Na, guckt euch mal diesen Teil hier an zum Beispiel. Den konnte man dann hinlegen und dann diese Form genauso nochmal ausschneiden. Nachdem ich mir gerade erfolgreich die Birne angehauen habe. Oh, aber so richtig. Kleiner Ausschnitt mal kurz hier. Geht es jetzt weiter? Boah, passt auf jeden Fall immer auf euren Kopf auf. Aua! Aua, aua, aua. Ich dachte echt kurz, mir platzt der Schädel. So, genug des Spaßes. Beziehungsweise spaßig ist es hier auch, denn es gibt hier extrem viel zu entdecken. Da oben ist übrigens dieser Stahlbalken, wo ich mich gestoßen habe. Dieses Ding da. Da bin ich unter durchgehüpft, um euch ja gerade hier zu filmen, beziehungsweise mich zu filmen. Hier ist so ein kleines Wärterhaus. Ich mag das ja immer extrem gerne, wenn hier überall Glas ist. In so einer alten Industrieanlage, die wirklich wahnsinnig cool aussieht. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Unterlagen sind. Nee, hier sind einfach nur alte Kittel. Das ist aber auch schon cool. Und wieder solche Grundrisse, da habe ich euch ja gerade schon eingezeigt, beziehungsweise halt so Dinge, alle weiteren Maße, siehe Zeichnung Nummer B. Vielleicht ist das die andere Zeichnung, auf jeden Fall ist das hier sowas in der Art. Okay Leute, ich habe gerade eine Erleuchtung erhalten vom lieben Heiko, der mich hier nochmal so ein bisschen eingewiesen hat. Und jetzt verstehe ich auch, was das Ganze hier sein soll. Da oben in diesem Raum, wo wir erst waren, das sind wirklich die Formen, nicht für die Tischlerei, die da vorne war, sondern das waren Gussformen für solche Metallteile, die hier produziert wurden. Hier hängt ein riesiger Kran. Man kommt da vielleicht so ganz leicht ran. Ein wahnsinnig mächtiges Teil, welches man nicht gerade heute auch noch auf den Kopf kriegen möchte. Und hier vorne, wenn man hier mal über diese Erde, über den Sand, über die Steine läuft, dann kommt man hier zu den beiden Schmelzöfen. Das sind nämlich genau die beiden Teile, beziehungsweise Gussöfen. Hier sind die beiden Rohre, da kam das raus, das sind wie so überdimensionale Regenrinnen. Und da kam dann das geschmolzene Metall heraus und wurde dann später im Verarbeitungsprozess, der hier in dieser Halle stattfand, zu solchen massivsten Metallstücken gefertigt, die man dann zum Beispiel für Zugwaggons oder so brauchen konnte. Die Anwendungszwecke für Metall sind ja bekanntlich sehr, sehr unterschiedlich. Da man hier bisher nur solche Steine gesehen hat, worauf jetzt zum Beispiel auch die Kamera steht, dachte ich halt erst, dass hier vielleicht wieder so eine Art Kalksandsteingeschichte stattgefunden hat. Aber nein, das war hier tatsächlich nicht der Fall. Hier ging es wirklich mal wieder um Stahl, um Metall, um richtig grobe, rohe Sachen. Hier war es bestimmt richtig laut. Hier war ein Dampf, hier war es heiß durch diese Öfen, die hier nebenan standen. Und dann konnte hier richtig geackert und gearbeitet werden. Eine Wahnsinnsanlage. Alles noch hier und trotzdem auch nicht. Denn die Menschen, die einst hier arbeiteten, sind schon lange weg. Einst erbaut aus Stein, nun brachliegend und Wohnort vieler Tierarten. Ein toller Ort, um Fotos zu machen. Ein toller Ort zum Abenteuerleben. Ein toller Ort zum Sein. Thank you.
Hier ist auch wieder so ein witziges Gerät. Da ist ein kleines Fließband. Auf jeden Fall hat man hier so ein Gerät mit Rädern und einem kleinen Motor oben drauf. Das heißt, man konnte dieses Fließband sogar bewegen. Man konnte es also zum Beispiel vielleicht da vorne zu so einem Rohr fahren, gleichzeitig aber eben auch woanders hin. Deswegen ist hier eben auch so eine Rampe und nicht einfach nur eine Treppe, wo man hochgehen konnte, sondern nein, als der Boden hier vielleicht nochmal richtig heile war, konnte man dann hier dieses Fließband zum Beispiel da vorne hinstellen. Und wenn man jetzt an diesen Öfen einmal vorbeiläuft, kommt man hier zum hinteren Teil der Öfen. Hier ist eine weitere ziemlich hohe Halle, in der man aber fast gar nichts sieht. Da vorne geht's raus, da könnte ich mir auch vorgestellt haben, dass da auch mal solch ein Fließband war. Wenn man hier jetzt weitergeht, boah, ist das hier dunkel, Leute. Dunkel, dunkel, Dunkelkammer. Dann kommt man hier. Was ist das denn hier, Leute? Das gehört auf jeden Fall auch zu der großen Halle. Eigentlich wollte ich so schnell gar nicht weiter. Aber es ist einfach so enorm groß hier und vielfältig. Wo geht's denn da ganz hoch? Guckt euch das mal an. Hier wächst zum Beispiel schon wieder richtig schön der Efeu herein. Draußen regnet es, es ist frisch. Boah, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Hier ist zum Beispiel auch wieder so ein Teil mit so einem, ja, ich glaube, das war mal so ein Trichter, wo man oben was reinfüllen konnte. Auch wieder auf Rädern. Hier sind ganz viele Metall- und Holzblöcke, die vielleicht auch, das müssen auch Gussformen gewesen sein. Das sind alles auch Gussformen. Das ist nämlich gar kein Metall. Nee, das müsste eher Holz gewesen sein. Aber verifizieren kann ich dies auch nicht. Ich glaube, wenn wir da vorne jetzt reingehen, brauchen wir aber doch mal die Taschenlampe. Aha. Hier konnte irgendwas abgelagert werden, vermutlich Sand, der da ja auch immer noch liegt, der wahrscheinlich auch zum Herstellungsprozess genutzt wurde. Und hier sind noch mehr von diesen kleinen Gussformen. Ganz, ganz viele davon. Wow. Deswegen vielleicht auch die Tischlerei vorne. Die Tischlerei dort vorne wurde wahrscheinlich genutzt, um diese hölzernen Gussformen überhaupt herzustellen. Sprich, man hatte dann vorne diese Tischlerei und hier hinten dann die Gießerei, um eben dann das Metall zu fertigen. Und das macht die ganze Sache so spannend, weil man hier wirklich ganz viele verschiedene Abteilungen hat, wie auch Heiko schon meinte. Da gibt es später noch eine Bootsfabrik oder ein Teil, wo Boote produziert wurden. Und auch das passt ja wieder dann letztendlich zum Thema Metall, denn auch die Rümpfe von Booten wurden ja zwar auch oft aus Holz gefertigt, aber eben noch öfter eben aus Metall. Da finde ich sowieso auch immer sehr interessant, dass Boote schwimmen, obwohl sie aus so einem riesigen Metallrumpf gefertigt sind. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese Anlage bisher so findet. Ich finde sie auf jeden Fall extrem spannend. Weiter zurück. Über ein Schienensystem, auch das haben wir in einer der letzten Fabriken schon gesehen, zur großen Haupthalle. Der Heiko wollte mir jetzt mal was zeigen. Oben gibt es noch eine große Filteranlage. Also gehen wir nochmal hier hinten rum. Hier waren wir ja letztendlich schon. Einmal um die Ecke und müssten dann einmal, ja, ich denke, wir müssten diese Treppe hier hoch, die ich vorhin schon gesehen habe. Frischen Mutes geht es mit Höhenangst mal wieder nach oben. Und zwar richtig, ach Gott, nein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Boah, hier rieselt's. Boah, aber richtig schön die Decke runter. Boah, ich darf da nicht runterkommen, ist das wieder hoch. Herrgott im Himmel. Boah, hier tropft es aber richtig ordentlich von der Decke. Massive Metallteile, eine Leiter, die ja wohl ein schlechter Scherz ist. Wow, das hier ist die große Abluftfilteranlage der Fabrik. Hier sieht man diese ganzen schönen Lamellen, wenn hier mal die Belichtung ein bisschen mitmachen würde. Diese ganzen schönen Filterlamellen, da wurde das Ganze nach außen getragen. Ein hoher Turm letztendlich über der Hauptfabrikanlage. Das hier müssten die beiden Schornsteine sein für den Ofen, der sich unten befindet, beziehungsweise die beiden Öfen, 1 und 2. Auch da ging dann ja die Luft nach außen natürlich. Viele Löcher im Dach, die wahrscheinlich teils auch schon vorher einfach nur geflickt wurden. Oder man sich einfach gedacht hat, scheißegal, hier oben interessiert das eh keinen. Man muss eben auch dazu sagen, dass diese Anlage 1997 schon verlassen wurde. Das heißt, es liegen so viele Jahre dazwischen, wo das Ganze noch genutzt wurde. Und derzeit, wo das Ganze jetzt schon seit vielen Jahren brach liegt. Leute, hier nochmal, um einen kleinen Überblick zu bekommen, wie groß die Anlage letztendlich noch ist. Da ist ein Teil Halle, hier sind irgendwelche Türme aus Metall und da ist eine weitere Halle, aber es ist so windig, dass ich die Kamera schnell wieder hier reinziehe und wir den Weg nach unten suchen. Denn unten gibt es sowohl drin als auch draußen noch eine Menge zu erzählen und vor allem gibt es hier noch eine sehr, sehr spannende Story, die wir aber dann gleich in einem anderen Raum nochmal zu hören bekommen. Übrigens, wer es noch gar nicht mitbekommen hat, Heiko und Harry sind natürlich mit am Start. Und Harry sieht mal wieder aus wie so ein komischer Wüstensklave oder so. So, dann wollen wir mal die schöne Treppe wieder nach unten gehen. Bei meinem Glück heute falle ich hier gleich noch runter auf den Kopf und sterbe. Gehen wir jetzt weiter zurück in die Haupthalle.
zurück in der großen Halle. Da vorne nochmal so ein gelber Kran. Ein weiterer Teil Filteranlage bzw. irgendein Motorlüfter oder sowas. Handschuhe, noch mehr Regale, ein weiterer Kran. Tragkraft 16 bzw. 6 Tonnen. Und dann nochmal der Blick über die komplette Halle, die einem von hier aus zwar riesig erscheint, aber es geht gleich noch viel krasser weiter. Also Leute, ich würde sagen, lasst uns den Weg nach draußen suchen und ab zur nächsten Halle. Also würde ich sagen, gehen wir nach draußen, auf in den Regen. Oh Leute, das ist ein Wetter nach meinem Geschmack. Norddeutsches Schmuddelwetter, sagt man dazu. Wow. Und willkommen in einer nächsten, etwas kleineren Halle. Mit extrem vielen Maschinen schon wieder. Leute, das ist ja alles voller Maschinen. Und warum hier noch alles am Start ist, das möchte ich euch jetzt mal kurz erklären. Also in dieser kleinen Zwischenhalle möchte ich euch kurz eine kleine Story erzählen, die mir selber erzählt wurde, vorhin da vorne oder sogar hier, ich weiß es nicht, öfter auf jeden Fall. Das Gerücht zu dieser Anlage oder der Grund, warum das Ganze so plötzlich verlassen wurde, geschlossen wurde, warum hier noch alle Maschinen letztendlich dort sind, ist, hier wurde große Scheiße gebaut, wenn man das so sagen kann. Da drüben gab es Öfen, da gab es keine Filteranlagen, ewige Jahre lang. Die haben also sämtliche Schwermetalle, Schlacken und so weiter hier hinten irgendwo in den Boden gejagt. Es gab dann irgendwann mal ein Gesundheits- bzw. Umweltamt, vielleicht auch in Kooperation, die gesagt haben, Leute, ihr habt jetzt zwei Optionen. Entweder ihr baut eine neue Filteranlage ein und dann lassen wir das Ganze erstmal weiterlaufen, oder wir schließen das Ding sofort und ihr habt alle euren Job verloren. Ich glaube, die haben dann die Filteranlage eingebaut, die wir dann oben gesehen haben, aber das hat vielleicht nicht genug geholfen oder es war keine Filteranlage, die gut genug war für diese ganzen Dämpfe, Gase, Schlacken und so weiter. Bis irgendwann dann nochmal das Umweltamt kam und gesagt hat, nee, jetzt machen wir zu. Dementsprechend haben die das Ganze dann geschlossen, fluchtartig, alle raus, Job verloren, mega Katastrophe letztendlich um die 1996er, 97er Jahre. Und dann hat man eben angefangen, mit einem Forscher da hinten im Boden mal zu gucken, was da eigentlich los war. Und im Zeitungsbericht hieß es dann nur, wenn man da den Spaten in den Boden stach, dann würde der Spaten abbrechen bzw. abfaulen und man hat nur noch den Stock in der Hand. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das eine Gesundheitsgefahr für Tiere vor allem, die da hinten vielleicht immer noch scharren und irgendwas aus dem Boden holen, die dann vielleicht so ein bisschen den Schnabel im Boden stecken und auf einmal ist der Schnabel weg. Das könnte ja theoretisch sein. Ziemlich krass die Story auf jeden Fall, deswegen passt auf jeden Fall bei sowas auch immer auf euch auf. Wenn ihr solche Geschichten kennt, habt ihr noch etwas mehr Obacht und achtet ein bisschen drauf, wo ihr langlauft und so weiter. So viel zu dieser Story. Was übrigens auch sehr beunruhigend ist, mal ohne Scheiß zum Thema Kopf. Da oben hängen überall solche komischen Scheiben von einer Kreissäge oder so. Und diese Dinger können da jederzeit runterfallen, brechen. Das da oben zum Beispiel sieht aus wie so ein Wurfstern. Wenn der runterkommt und mir ins Gesicht klatscht, würde ich sagen, war es das vorübergehend mit meinem Kopf, der sowieso schon lädiert ist. Wenn das hier in die Beule sticht, dann platzt die auf und eine riesige Eiterbeule schießt in die Kamera hinein. So viel dazu. Leute, wir gehen jetzt einfach mal über diese Anlagen hier, um uns das Ganze ein bisschen weiter anzuschauen. Auf der ich jetzt stehe, da frage ich mich zum Beispiel auch, wofür das war. Und wenn man sich das hier neben anguckt, da werde ich doch stutzig, weil ich verstehe überhaupt nichts davon. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, ich zeige euch das mal eben. Leute, ich meine genau diese Anlage hier. Da vorne sind so ganz viele, ich weiß es nicht, Lamellen aus Metall. Und dann ist hier so eine, ja, wie so ein Kran, den man hoch und runter fahren konnte, um zum Beispiel, ich finde, es sieht aus wie eine riesige Hobelanlage. Hier vorne steht auf jeden Fall auch der Hersteller. Vielleicht hilft der euch da weiter. Waldrich Coburg. Ja, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, was das hier mal gewesen sein könnte. Nochmal über diese Anlage. Oh, einmal hier runtergesprungen. Hier hat man noch alte Spinde mit Aufklebern, die auf jeden Fall der Anlage so einen gewissen persönlichen Charme vermitteln. Genauso wie alte Zeitschriften, die hier auf dem Boden liegen. Der Stern! Wie geil, Leute, ein uralter Stern. Von wann ist bitte der?
Das waren auf jeden Fall noch D-Mark-Zeiten. Von 1996 eine Sternzeitschrift. In der Sternzeitschrift war auf jeden Fall Chefredakteur Werner Funk. Uralte Werbungen, hier zum Beispiel der Audi A4 Avant. Schöne Kombis heißen Avant. Schöne Häuser heißen Villen. Guckt euch diese Werbung an. Ein uralter A4 Avant. Wahnsinn ohne Ende. Massentierhaltung. Ja Leute, auch das ist heutzutage nicht besser geworden. Was sind das für krasse Artikel? Leute, hier stehen auf jeden Fall wahnsinnig viele uralte Artikel drin und genau sowas macht doch letztendlich eine Lost Place Tour aus. Wenn man solche Details findet von 1996 in Stern, das ist ewig her. Neue Ideen kommen jetzt von draußen. Volkswagen lässt im Auto Design Center in Kalifornien neue Modelle entwickeln. Das sind Autos, die kamen nie so zur Geltung. Das ist der alte New Beetle. Inzwischen gibt es schon wieder einen neuen. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und neben diesem alten Spiegel dann eine riesige Fertigungshalle mit unfassbar vielen Unterlagen. Man läuft hier wirklich über sämtliche Unterlagen, Leute. Der ganze Teil hier ist voll mit alten Unterlagen. Ich glaube, das sind vor allem Grundrisse. Aber wenn man jetzt sich zum Beispiel mal diese Unterlage hier anguckt, dann hat man hier T-Max-Einsätze, rhomboidische Form zum Kopieren. 3 Euro das Stück, beziehungsweise eher 3 D-Mark. Das sind ganz viele verschiedene Bürounterlagen. Da kann man sich ja überhaupt nicht alle anschauen. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wo ich hier beginnen soll. Beginnen wir einfach hier vorne. Ich werde nicht jede Anlage erklären können, aber hier zum Beispiel haben wir ja eine Anlage, wo man etwas einspannen konnte. Hier sind verschiedene ja, Drehteile, wo man etwas hier vielleicht einschrauben konnte. Aber wie gesagt, ich habe von diesen Anlagen absolut keinen blassen Schimmer. Und ich glaube, das ist auch okay, wenn ihr diese Anlagen kennt von früher oder von eurer Arbeitsstätte und die dort immer noch genutzt werden. Schreibt es in die Kommentare, finde ich immer sehr interessant, mir das im Nachhinein dann nochmal durchzulesen. Und vor allem auch die Kommentare dann immer, du bist doch dumm, du weißt gar nichts. Ist in Ordnung, Leute, dann weiß ich halt nichts. Oh, Leute, hier habe ich was. Oh, das sieht atmosphärisch sehr cool aus. Guckt mal, hier stehen solche Anlagen, die eine Lampe mit an Bord haben. Und so eine Lampe, die dann letztendlich in einer Halle steht, die komplett zerstört ist, fast kein Fenster mehr am Start ist. Und dann steht hier so eine, ja, so eine Maschine mit einer alten Bürolampenähnlichen Konstruktion. Das finde ich immer mega. Und wenn man da jetzt zur anderen Maschine schwenkt, hat man das Gleiche nochmal genauso. Das finde ich sehr, sehr cool. Dahinter dann direkt die nächsten Maschinen. Und das ist eben das Faszinierende an dieser Anlage, dass du einfach Maschine neben Maschine hast und jede Maschine noch komplett so, wie sie damals verlassen wurde, hier steht. Und wenn man dann hier durch diese Maschinen läuft, über Metalldinge und blaue Farbe, die abgeblättert ist, Brombeerranken, die hier in das Gebäude hereinranken, da wird man schon nachdenklich, dass all diese wertvollen Geräte einfach verlassen wurden. So schön letztendlich. Und doch so lange unbenutzt. Diese ganzen Räder hier, die man hier hat, das ist so faszinierend. Vor allem funktionieren die Teils sogar noch und man merkt richtig, wie in dieser Maschine etwas arbeitet. Und hier waren so viele Leute angestellt, die dann von einem Tag auf dem anderen alle ihren Job verloren haben. Und ich glaube, dass das ziemlich schnell ging, als das Gesundheitsumweltamt dann hier war und gesagt hat, nee, hier wird die Arbeit jetzt sofort eingestellt. Und ich glaube, da gab es dann nicht so eine Frist von, ja, stellt man in 2 Monaten die Maschine ab. Das ging, glaube ich, ruckizucki. Und dann war hier Zappenduster. Hier sind noch schöne CNC-Maschinen, aber teils abgebaut. Man sieht es, hier sind Treckerreifenspuren. Da vorne. Ha! Gesundheit. Alter, der ging aber ordentlich steil, ey. Ja, Leute, so viel dazu. Hier sieht man auf jeden Fall Anlagen, die wir so in der Art schon öfter gesehen haben. Mit uralten Bildschirmen, die natürlich so keiner mehr braucht. Und was ich eben sagen wollte, dass da an diesem Tor, wo die beiden Jungs jetzt gerade stehen, führen Spuren hier hinein. Und das hat Ben halt gerade erklärt. Hier gab es früher viel mehr Maschinen letztendlich, die hier überall an den Seiten standen. Es gibt aber wohl für diese alten Maschinen keine Ersatzteile mehr. Und dadurch holen die sich natürlich die kompletten Maschinen hier raus. Hier sieht man es auch, die haben hier das komplette Teil zerrupft letztendlich. Sieht ziemlich cool aus, aber es fehlt eben die Hälfte. Das ging ja noch bis da hinten weiter. Letztendlich das Besondere in dieser Halle, und es war ja wie gesagt eine Schifffertigungshalle, ist letztendlich dieser Teil hier. Hier ist ein großer Rumpf eines Schiffes. Hier kann man das ganze Schiff mal von der Seite sehen. Da oben letztendlich
schon der erste Teil, das ist so ein alter Kutter. Oder, aber ein Segelschiff ist meistens nicht mit Metall. Auf jeden Fall, da oben sieht man schon so leicht diesen Aufbau, wie er mal werden sollte. Hier sind noch einige Unterlagen dazu. Wenn wir jetzt hier auf jeden Fall hochgehen. Zack, 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 zack. Kann man sich hier das Schiff auf jeden Fall nochmal von oben angucken. Und das sieht schon wahnsinnig cool aus. Da sieht man letztendlich mal, das ist so extrem dünnes Metall letztendlich. Es darf ja auch alles nicht zu schwer sein, welches trotzdem recht gut hält. Und da haben die dann angefangen, dieses Schiff zu bauen. Aber während sie dieses Schiff gebaut haben, wurde diese Firma eben spontan dicht gemacht. Oh, wow. Dieser Teil hier ist letztendlich, glaube ich, der Abschluss dieser Reise, dieser Zeitreise. Hier sind die ganzen Spinde, deswegen auch die Bänke, die schon unten standen, wo die Leute dann eben ihren Aufenthaltsraum hatten. Hier sind zwei Tische, wo man letztendlich wahrscheinlich auch Pause machen konnte. Und dann kam man hier in die Halle und hat dann angefangen, weiter an seinem Schiff zu arbeiten. Jeder hatte letztendlich hier dann seine Maschine und seinen Arbeitsplatz und dann wurde hier geschuftet. Die haben aber auch wirklich das komplette Schiff hier produziert. Hier sieht man so auf den Bildern so Kampen, wo sozusagen die Seile dann später festgemacht wurden. Stangenlänge, Gewicht und so weiter, wo das Ganze dann eben abgemessen werden konnte und dann eben gebaut wurde. Denn diese ganzen Teile brauchte man ja letztendlich für das Schiff. Wenn man jetzt hier so ein bisschen runter geht, dann kann man sogar schon den Motor erkennen. Das gibt's ja nicht. Ich bin jetzt im Inneren des Schiffes und der Motor musste natürlich letztendlich als erstes angebracht werden. Also hat man hier einen Motor eingesetzt. Das ist ein alter DAF-Motor. Hier steht irgendwas von 5000 PS und das war wahrscheinlich nicht mal viel für ein Schiff mit dieser Gewichtsklasse bzw. in der Größe. Und dann ging hier irgendwo wahrscheinlich mal die Schiffsschraube unten lang. Die wurde dann mit dem Motor verbunden und dann war das Ganze letztendlich vom Antrieb letztendlich ähnlich wie bei Autos. Kommen wir letztendlich aber mal wieder unter dem Schiff hervor. Ich glaube, die meisten Teile dieser Anlage haben wir jetzt gesehen. Wenn ich noch Details habe, dann habt ihr sie entweder schon gesehen, weil ich es anders zusammengeschnitten habe, oder ich zeige sie euch gleich im Anschluss nochmal. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr diese Anlage fandet. Es gab wahnsinnig viel zu sehen, wahnsinnig viele Details. Mir hat das Ganze hier bisher extrem gut gefallen. Und ich glaube, das hat man mal wieder auch so ein bisschen gemerkt. Ich finde, so eine Sitzreihe hier neben diesem Boot kann so sehr gut den Eindruck vermitteln, wie diese Leute hier gearbeitet haben, wie die vielleicht hier auch mal Pause gemacht haben und überlegt haben, wie müssen wir jetzt bei diesem Schiff weiterarbeiten, haben sich vielleicht nochmal die Pläne angeschaut. Und dann wurde das Ganze vervollständigt und das Schiff wurde immer wieder ein Stückchen weitergebaut. Leider aber nie zu Ende gebaut. Denn sicherlich gab es hier aus dieser Hamburger Reederei, die wir da gerade gesehen haben, auch einige Vorbestellungen, die dann zum Ende hin überhaupt nicht mehr erfüllt werden konnten. Dann verabschiede ich mich von dieser Location von euch, indem wir hier einfach nochmal etwas durchgehen. Also ich hoffe, euch hat diese Location gefallen. Heiko und Ben waren mit am Start. Links stehen in der Videobeschreibung, ist ja ganz klar. In dem Sinne würde ich sagen, bleibt frei und gesund, lebt euer Abenteuer und bis zum nächsten Video, wenn es wieder heißt, auf Lost Place Tour. Euer PJ Adventure. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.